Bros. XL hier. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars TIE Fighter. Wir haben die Plattform eingenommen, die TIE Defender Technologie ist in unseren Händen, aber wie soll es anders sein? Jemand versucht, sie uns abzujagen. The research facility where the TIE Defender was developed is back in loyal imperialist control. In a mirror image of our last operation, Zarin has sent his own TIE Defenders and assault transports to retake the platform. Imperial-class Star Destroyer Adaga and its starfighters must be dealt with first, so we are their first target. Take out the assault transports as quickly as you can, before worrying too much about the TIE Defenders. The attack must be stopped. Most importantly, the TIE Defender research platform must be held. The research facility... Okay, eigentlich erstmal, ja, eine Verteidigungsaufgabe halt, ne? The TIE Defenders are too valuable to destroy unless absolutely necessary. Try to disable them if you can, but worry about the assault transports first. Any captured pilots will be interrogated as to the rest of Zarin's plans. Okay, das heißt, ich soll die Jungs nicht aus dem Himmel blasen, sondern entsprechend dafür sorgen, dass sie verhört werden können. Okay, das sollten wir hinbekommen. Ich überlege jetzt gerade, weil ich habe jetzt schon ein, zwei Anläufe gemacht, habe sie mit Raketen gemacht. Ich nehme mal Heavy Rockets. Mal sehen, ob das vielleicht besser ist. Das Problem ist, die Adaga wird sehr schnell angegriffen. Wir müssen da auf jeden Fall sehen, dass wir vielleicht anstelle die Viecher als erstes direkt anzugreifen, dafür sorgen. Okay. Da sind sie. So, wollen wir auch mal gucken, ob wir vielleicht. Okay, wir haben keine Wingmen. Das ist ja mal super. Schauen wir mal, ob wir die Raketen abgeschossen bekommen. Bei der Geschwindigkeit nicht. Ach du Han, du ahnst es nicht. Okay. Naja, dann versuchen wir damit unser Glück. Schauen wir mal. Superb work, Delta. Work target destroyed. So, da ist die Lambda-Gruppe. Ich sollte mir vorher noch mal. Wo ist er? Omega. This is Beta 1. Target destroyed. Oh, die Adaga hat sogar tatsächlich Delta noch. This is Alpha 2. Target destroyed. Sehr gut. Da ist das Ding. Okay, dann wollen wir schnell. Die Adaga hat tatsächlich den Angriff überlebt. Das ist doch kaum zu glauben. Adaga's Hull is down to 50%. We can't take much more. Von wem wird sie denn angegriffen? Okay. Aha. So. Komm schon.
Oh, das klingt nicht gut. Okay. Ja, das klingt mir sehr danach, als wäre die Adaga nur noch Geschichte. Das ist natürlich nicht so schön. Aber die Wahrscheinlichkeit, sie zu retten, ist eh sehr gering. Transmission received. Komm mal her. Wie sieht's denn aus? 100% der Assault Transport. Oh, Adaga hat seine Mission. Oh, ist sie abgehauen? Konnte sie erfolgreich springen? Na, das ist ja schon mal was. Und wir müssen mindestens einen TIE Defender noch capturen. Naja, mal gucken. Versuchen wir mal unser Glück. Jetzt holen wir uns aber erstmal. Begin Reload Operation. Dann holen wir uns mal diese Gruppe hier. Ich bin mal sehr gespannt. Warte mal, wir können eigentlich mal so. Den Traktorbeam brauchen wir nachher. Schon mal platter Ding. Excellent shooting, Delta One. Target destroyed. Target destroyed. Delta One. Target destroyed. Delta One, try to disable Zarin's remaining TIE defenders. Escort Shuttle Red Knight here to assist you, Delta One. Target okay, destroyed. Red Knight ist da, das ist schon mal gut. Target destroyed. So, dann wollen wir doch mal sehen, ob wir einen von denen rankriegen. Sehr schön. Ist Z Alpha? Ja. Das sind so agil. Ich weiß, warum ich sie so gerne fliege. Warum ich so ungern gegen sie fliege. Komm schnell, komm schnell, komm schnell. Ja, sehr schön. Okay. Und der hat wohl ein bisschen am Steuer geschlafen. Target destroyed. Excellent work, Delta One. Primary objectives completed. Oh, sehr schön. Zarin's forces were repulsed. Unfortunately, the Adaga is no longer able to protect the base. All enemy assault transports have been destroyed. Na komm schon. Kann so schwierig sein. Report to the Phantom Tanger as soon as you can, Delta One. Target disabled. So, wir sollen ja. Mindestens einer soll boarded werden, das heißt, wir können den Rest. Ein Tug! Sag mal, Leute, habt ihr geraucht oder was? Wisst ihr, wie lange das dauert, bis der da ist?
Das dauert ewig und 100 Jahre. Okay, der geht auf Hyperraumantrieb. So, wo ist der abgeschossene... Wo ist der abgeschossene Teil? Sag mir nicht, die haben den geplättet. Hm. Mal sehen. Wo ist der Tag? Das ist die Night. Da. Ne, den haben sie zerlegt. Naja, gut, okay. Dann fliegen wir dahin. Schade. Wie soll ich den anderen klar machen, dass sie den nicht angreifen dürfen, wenn es nicht meine Wingmen sind? Das ist schwierig. Egal. We stopped Zarin's attempt to recapture the TIE Defender R&D platform, but at a terrific cost. The station is now almost defenseless against any further attacks. Therefore, evacuation will begin immediately, and any remaining prototypes or relevant technology will be removed to safety. Das ist sinnvoll. Absolut. Okay, er wird mich nur zuschwallern, dass wir dort andere Sachen machen sollen, als wir jetzt gemacht haben. Das ist halt eben das Problem. Ich hätte jetzt auch mehrere ausschalten können, aber die wären halt eben auch gnadenlos von den anderen niedergemäht worden, also... Ist halt eben auch hier wieder ein Thema der Missionslogik, wie wir schon ein paar Mal hatten. Naja, was soll's, ist egal. Wir haben das Hauptziel erfüllt, darum ging's. In diesem Sinne, ich bin raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.